Ich werde heute die größte und krasseste Militärbasis in ganz Roblox bauen und damit Broxo auf jeden Fall komplett hops nehmen. Wir müssen nämlich gegen ihn kämpfen. Ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen werden. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein. Was kostet das denn hier? $500 kostet das direkt. Ich habe hier auf jeden Fall mir schon so ein Haus gekauft, so eine Kommandozentrale. Und Upgrade kostet einfach $55.000. Also mega, mega teuer. Aber ich würde sagen, wir holen uns hier erstmal direkt einen Hangar, oder was? Guck mal, jetzt haben wir hier so einen kleinen Bauarbeiter. So einen kleinen, wie heißt nochmal die aus Charlie und Schokoladenfabrik? So einen kleinen haben wir hier. Und der baut uns jetzt hier anscheinend so einen Hangar, womit wir anscheinend noch mehr Geld verdienen können. Da vorne sind schon einige Armeen, die da auch am Kämpfen sind gerade. Es geht nämlich darum, wer als allererstes die Mitte besetzt. Da hinten ist Broxo, der baut anscheinend da gerade seine Armee. Wir können mal gucken. Guck mal, wir könnten hier sogar jemanden angreifen. Warte mal. Okay, wir können sogar unsere Armee jetzt sozusagen schon zünden. Und ich könnte jetzt sagen, meine Armee soll zum Beispiel hier vorne hingehen. Ich könnte hier eine Atombombe für 50 Robux zünden. Was? Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Okay, jetzt können wir hier unseren Hangar. Jetzt haben wir hier unseren Hangar. 1250 kostet hier so ein Upgrade. Was haben wir hier? Hier haben wir noch so eine Fabrik. Da können wir Raketen bauen. Okay, das ist auch sehr, sehr krass. Jetzt haben wir hier noch so eine Drohnenfabrik, auch sehr, sehr krass. Aber ich möchte irgendwie mehr Geld machen. Aber wie genau mache ich das jetzt am besten? Also anscheinend muss ich hier die ganzen Sachen weiterkaufen. Ich habe jetzt hier meine Armee mal losgeschickt. Mal gucken. Meine Armee will nämlich hier angreifen. Ich werde hier sozusagen gerade angegriffen. Oh Gott, und gegen diese Leute. Warte mal, ich zünde jetzt hier mal schnell eine Rakete. So, komm, Rakete gezündet und kommt hier auch geflogen. Ja, 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 nein, 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 nein. Zack, bam, explodiert und meine ganze Armee wurde gerade gekillt. Das kann ich nicht glauben. Aber warte mal, wir haben vielleicht sogar noch genug Geld, dass wir das nochmal machen. Ich zünde das diesmal hier drauf. Auf dieses Haus habe ich es gekauft, die Rakete. Sie kommt geflogen und boom! Bringt ja gar nichts, sag mal. Ey, aber der ist gerade voll stark. Der zerstört ja schon die Leute und sowas, die ganzen, ne? Und da vorne ist Broxo. Was macht der? Da frage ich mich, ne? Der chillt da hinten rum, kauft sich da jetzt sein Gewächshaus. Anscheinend hat er sich wirklich... Warte mal, können wir das hier einnehmen wieder, oder was? Anscheinend hat er sich hier wirklich für Robux Geld gekauft. Wir können das Ganze auch mal machen. Komm, wir kaufen uns mal für 110 Robux hier $1000. Bin ich mal gespannt, was wir uns damit kaufen können. So, zack, haben wir uns gekauft, eingetütet. Und jetzt können wir uns hier sozusagen dieses Haus hier kaufen für 500. Bam. Und dann haben wir hier noch ein Gewächshaus für 200. Das nehmen wir auch direkt mal mit. Und hier sind unsere Army-Leute. Die stehen hier, die Wachen stehen hier sozusagen ready, sind schon bereit, dass hier jede Sekunde irgendwas passiert. Kann ich hier drauf drücken und dann kriege ich irgendwie noch ein bisschen schneller Geld? Oder muss ich jetzt direkt schon angreifen? Es kann halt sein, dass ich jetzt einfach schon angreifen muss. Hier haben wir noch ein Gewächshaus für 200. Zack, baue ich auch mal. Mal gucken, ob das schon was bringt, dass wir hier... Warte mal, guck mal, jetzt können wir direkt schon noch krassere Sachen kaufen. Der Wachturm. Okay, komm, den kaufen wir auch. Was haben wir jetzt hier? Ein Generator für 500. Ui, da können wir ein bisschen Strom erzeugen oder sowas. Und hier haben wir noch einen Wachturm. Was soll ich hier? Schüsse? Darf mich jemand an? Nee, alles gut. Okay, der Wachturm ist ja auch fast fertig. Das Gewächs ist auch fertig. Das bringt halt alles, diese ganzen Gebäude bringen alle ein bisschen Geld. Ne? Die Masse macht das irgendwann, Freunde. Die Masse macht das. Jetzt gerade habe ich hier 350. Okay, ich würde halt gerne mal... Was kann ich hier? Doppeltes Geld könnte ich hier kaufen für 250 Robux. Oder doppelte Army kann ich auch kaufen, ne? Ui, alle 30 Sekunden bekommt man hier auf jeden Fall Geld. Also man bekommt nicht ganz so schnell Geld, aber man bekommt immerhin ein bisschen Geld. Ich würde sagen, jetzt holen wir uns hier mal den Generator für 500. So, zack. Und können wir uns jetzt... Warte mal, hier kommt Angriff. Wir werden erstmal unsere Armee mal spawnen lassen, okay? Mal gucken, ob wir mit unserer Armee... Hier, Schüsse. Greift mich hier schon jemand an? Nee. Hä? Was schießen die da vorne rum? Sag mal, die greifen gerade Broxo an. Was? Die greifen die gerade an. Oh, um Gottes Willen. Sag mal, ich hoffe, dass der schon gut ausgerüstet ist. Unser Generator-Kraftwerk hier vorne ist auch gleich fertig. Uiuiui, ui, ui, das gab gerade wieder $52. Die nehmen wir doch sehr, sehr gerne mit. Das können wir hier vorne kaufen. Hier können wir jetzt sozusagen so eine Panzerfabrik kaufen. Fahrzeugdepot, Infanterie, also sozusagen, wo die Soldaten trainieren können und sowas. Also sehr, sehr krasse Sachen können wir uns hier holen. Aber, guck mal, der Generator bringt jetzt richtig Geld, ne? Ui, okay, der müsste jetzt auf jeden Fall richtig Geld bringen. Ich bin gespannt, wie viel Geld wir jetzt in 5 Sekunden bekommen. Anscheinend genug, oder? Würde ich fast sagen. 3, 2, 1 und... Ja, 275. Ja, ich hätte mir gehofft, ein bisschen mehr. Aber egal, lass uns mal ein Trainingslager für unsere Soldaten bauen. Mal gucken, ob wir das machen können. Und was kostet hier eine Wiedergeburt? Okay, warte mal, wir können hier... Ah, okay, für die Wiedergeburt muss man den Tycoon einmal durchspielen. Das haben wir natürlich jetzt nicht gemacht. Aber wir bauen hier gerade unser Trainingslager. Guckt euch an, wie krass das hier schon aussieht. Wir können natürlich auch mal gucken. Guck mal, der Typ ist in der Mitte und der besetzt das hier die ganze Zeit auch. Was willst du, hä? Hau bloß ab da! Okay, der will Stress. Der will Stress. Ich hau jetzt mal eine Rakete auf seine ganzen Panzer auf. Guckt ihr das mal an. Rakete kommt geflogen und boom! Da sind hier direkt schon einige Panzer. Guck mal hier, da sind schon ein paar Panzer kaputt gegangen, ne? Und der chillt hier aber immer noch und sammelt das ein. Ich glaube, der verdient halt Geld dadurch, dass der hier die ganzen Sachen einsammelt, ne?
Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Am besten halt, ich mache irgendwie einen Angriff. Warte mal, wir machen mal hier so. Okay. Verstärkung greift an, Freunde. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie die ganzen das jetzt haushalten. Denn die müssen, sagen wir, die müssen erstmal nur zu dieser Basis hier gehen. Komm. Mach mal hier, jetzt geh mal zu dieser hier. Oh Gott, Gott. Hier, komm schon. Los, Jungs. Angriff. Ihr müsst doch wohl irgendwas zerstören, den Typen. Ja, hier ist einsammeln die Basis. Ja, sehr gut. Sehr schön. Schön die Basis einsammeln. Ihr seht das hier fast, ne? Wir sind hier fast schon blau. Der Typ da vorne greift hier anscheinend gerade Brox an, eine andere Basis, ne? Also wir sind hier gut am Start gerade. Und wir sammeln jetzt gleich diesen Außenposten hier ein. Und dadurch bekommen wir halt wieder mehr Geld, ne? Ja, jetzt haben wir diesen Posten Außenposten eingesammelt. Jetzt müssen wir diese Mitte hier sozusagen einsammeln. Ich hoffe, dass das hinhaut, ne? Ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Bekommen wir jetzt auch schon mehr Geld dadurch? Ein bisschen mehr Geld haben wir bekommen. Schaffen wir es eventuell diese ganze mit? Nein! Oh nein, das sieht gar nicht gut aus, Freunde. Angriff, schnell! Alle möglichen Raketen zünden auf diese Leute! Die wollen mich angreifen! Zack, zack, boom! Schießt meine Leute! Schießt meine Soldaten! Nein, meine Armee! Nein! Sie wird tops genommen! Nein, ich glaub's nicht! Atombombe gekauft. Was genau kann ich? Oh mein Gott, was für ein Radius. Okay, seid ihr gespannt, Freunde? Da bin ich jetzt aber richtig gespannt. Ich zünde die Atombombe und jetzt bin ich gespannt, was da passieren wird. Da kommt die geflogen und boom! Ich zerstöre original jedes Fahrzeug, was hier im Umkreis war. Guckt es euch an. Oh mein Gott, ich habe den ganzen Server zerstört, ne? Ich habe hier gefühlt alle Fahrzeuge zerstört. Und Broxo ist schon wieder ready da hinten. Okay, warte mal, wir machen mal hier ganz kurz. So, zack, meine Soldaten müssen wieder angreifen. Na los, Jungs, seht mal ein bisschen zu hier, ne? Die müssen hier wieder ein bisschen besser trainieren, glaube ich. Okay, komm, wir bauen unsere Fabrik nochmal ein bisschen aus. Was genau können wir uns hier noch holen? Hier können wir uns jetzt wieder so eine Baracke kaufen. So, zack, da können wir noch ein paar mehr Soldaten dann reinpacken. Was haben wir hier? Hier haben wir nochmal eine Baracke, okay. Was kostet das Upgrade? Nochmal 55.000, glaube ich, ne? So, zack. Oh, nicht genug Geld, okay. Können wir es auf jeden Fall nicht holen. Ist auf jeden Fall mega, mega teuer. Freunde, wir müssen in die Mitte einnehmen. Broxo hat gerade anscheinend eine krassere Armee als ich. Und guckt euch an, der hat einfach schon so eine Drohnenarmee hier. Dann hat er so Panzerautos und noch vieles, vieles mehr. Also sehr, sehr krass. Ich würde halt gerne mal mit meiner Rakete schießen davon. Jetzt, das erste Raketenauto fährt hier vorne los. Okay, du schaffst das. Ich bin sehr gespannt, wie die Raketen aussehen. Guck mal, hier die Schlacht, die hier vorne passiert. Freunde, Broxo kämpft hier gegen den Typen, aber anscheinend nimmt er ihn hops. Okay, und wir sind hier hinten, Freunde. Wir müssen jetzt hier mit der Rakete wirklich zusehen, dass wir auch gut treffen werden. Oh, hier ist unser erstes Raketenauto schon, ist gerade zerstört worden. Ja, ich könnte mir... okay, ich habe eine Überlegung. Na, okay, 50 Robux machen wir jetzt noch nicht. Ich würde sagen, wir machen später gegen Broxo die Atombombe, die wir losschicken. So, zack, Rakete, schießt hier rein. Wir machen hier einige Autos kaputt, schießen den hinten in den Nacken rein. Zack, nächsten Panzer zerstört hier. Ja, bam, ist kaputt gegangen. Oh nein, und unser Auto, das explodiert hier auch gleich und ist direkt Schrott. Na, das hat ja super funktioniert. Na gut, dass hier auch direkt schon das neue Auto rumfährt und unsere Soldaten auch weiterlaufen. Wir müssen unsere Fabrik aber hier in unser Armee-Stützpunkt müssen wir noch ein bisschen weiter ausbauen hier. So, komm, wir holen uns hier mal noch eine Baracke, weil mit den ganzen Baracken damit kriegen wir halt immer mehr Soldaten, ne? Das hier auch nochmal so, zack. Fahrzeugdinger können wir hier auch, unser Fahrzeugdepot. Okay, was können wir hier noch? Eine Baracke nochmal so. Dann haben wir jetzt... Okay, okay. Ey, jetzt haben wir richtig viele Baracken schon, ne? Ich hoffe, da kommen auch richtig viele Soldaten raus. Dass wir so eine richtige kleine Soldatenarmee haben, die ihr wenigstens ein bisschen angreifen kann, ne? So, hier vorne können wir noch eine Baracke bauen. Nochmal für 500, ne? Aber wir müssen mal ganz kurz auf unser Geld warten. Das dauert noch ein bisschen. Diese Baracken sind hier anscheinend alle schon fertig. Kann ich die auch ab... Oh, ich habe die aus Versehen abgerissen. Nein! Und dafür habe ich nicht mal Geld bekommen. Das kann ich gar nicht glauben. Upgrade, das kostet das. 1250 kostet hier so ein Upgrade. Komm, kaufen wir direkt wieder neu. Die Baracke habe ich ein bisschen Geld verschwendet. Aber jetzt sind hier einige Soldaten am Start und der Panzer auch. Umso mehr Baracken, umso besser ist das Ganze, ne? Oh Gott, hier, komm schon. Die Naiki-Armee, komm, die müssen wir jetzt hier beschlagen. Komm schon, was soll ich denn gegen diese ganzen Panzer machen? Der Typ hat halt Helikopter, guck mal, was der alles hat. Guckt euch an, was der alles hat. Der hat hier seine Armee-Base. So kann die auch aussehen. Auf vom Allerfeinsten auseinandergebaut, ne? Guckt euch das an, so ein riesiges Gewächshaus hat er hier. Kann ich hier angreifen oder so? Kann ich hier Geld mitnehmen von seinen eigenen Sachen? Nee, ich kann ja auch nichts zerstören, ne? Guck mal, hier ist noch so ein Drohnenbereich. Okay, hat er noch nicht geholt. Hier so ein Powergenerator, der hat hier auch so krassen Strom drumherum. Und meine kleine Armee da hinten, die wird die ganze Zeit komplett zerstört, ne? Und guckt euch an bei Broxo, der hat hier auf jeden Fall auch schon einige Sachen gebaut. Der hat einfach auch schon so Drohnen und so Helikopter hat er, glaube ich, auch schon. Aber meine Geheimwaffe, die Atombombe, damit wird er nicht rechnen, sage ich euch jetzt schon. Du willst angeblich krasse Sachen da irgendwo hingebaut haben, oder was? Ich hab, das Ding ist, ich habe jetzt hier alles mit hingebaut. Mir fehlt halt nur noch diese...
diese Dingens, diese ja. Wände. Ich sehe auch gerade, du dominierst hier gerade die Mitte, ne? Meine, oh mein Gott, ja, ich nehme die Mitte ein. Ja, nein. Sehr gut. Bei Feuer. Mir, pass auf, bei ja. mir sind halt mega viele Leute. Und ja, ich sehe es gerade schon. Sehen, ja. Dass deine Leute jetzt hier in die Knie gezwungen werden. Oh nein, los, mach doch jetzt mal hier was. Ich, wenn oh ich du wäre, ja? würde ich da weggehen. Wieso? Nein, eine Atombombe. Wow, nein, das wollte ich bei dir machen. Du hast alles zerstört von meinen yeah. Sachen. Nein, das glaube ich nicht. So eine eigene, ach so, guck mal, du hast hier so eine eigene Fabrik hier jetzt mal da vorne, ne? Ja, ja, ich habe hier meine eigene Fabrik und ich habe da auch einige Sachen. So. Aber ich muss schon sagen, wie viel Robux hast du bitte ausgegeben, dass du dir die ganzen Sachen holen konntest? Ich habe ein paar Robux ausgegeben, ja. Hast du schon recht. So, hier, ja, du trägst hier das nächste eingenommen. Hier, guck mal, hier vorne, siehst du? Oh, aber Boom. Ja. Oh Gott, siehst du deine ganze Armee in der Mitte? Ja, ja, die ist auf jeden Fall die kann auf jeden Fall keine aufhalten. Ich glaube auch, dass es bei denen gerade ziemlich gut läuft, aber weißt du, was die aufhalten kann? Oh, was könnte die aufhalten, hä? Warte mal, guck mal, wo die gerade hinfahren. Guck mal, wo die gerade alle hinfahren, siehst du das? Ja, die gehen die fahren alle zu mir. Einnehmen. Und jetzt guck hin, alles. 3 2 1 Feuer! Boom! Als ob! Alle zerstört mit der Atombombe! Alter. Okay, die ist halt echt nicht die Atombombe, ne? Ja. Mein Turm wird hier nicht eingenommen. Ich will trotzdem dein Gebiet einnehmen, ne? Nee, hier, das schaffst du nicht, Hier, das ist mein Gebiet. Das wirst du nicht schaffen. Okay, ich muss meine Soldaten schnell vorbereiten, ne? Ich habe hier schon wieder einiges an Geld. Oh mein Gott, die wollen hier was angreifen, sehe ich gerade. Attacke! Auf die Panzer, die wollen ausgeben. Boom! Die wollen hier, glaube ich, gerade was angreifen. Ey, was? Die gehen nicht drauf. Probier mal ruhig. Hier, guck mal ruhig. Jet auf die raufmachen. Die wollen ja anscheinend jetzt angreifen. Okay, komm Alter, schon. Jet und sowas. Okay, warte mal, zeig mal. Oh nein, deine ganzen, die kommen jetzt zu mir. Nein! Die ganzen Soldaten kommen zu mir. Haut ab! Die haben was eingenommen. Ich guck mal, hier nicht, vorne, hier vorne. Bei mir sind die gerade alle. Ich Rakete drauf. Hin, ne? Das Ding ist, ich könnte ja theoretisch sogar. Kann ich noch upgraden jetzt hier gerade? Oh, komm schon. Ich muss Raketen zünden. Kann ich gar nicht verupgraden. Zack, nochmal was explodiert. Sehr gut. Nein, du hast mich. Hä? Oh, warte mal. Oh mein Gott, ich hab dich in die Flucht geschlagen. Ja, du hast es nicht eingenommen. Jetzt grad, ne? Ich mache jetzt hier gerade richtig krasse Sachen. Du wirst es gleich sehen, dass auf jeden Fall jetzt hier meine Basis nicht mehr eingenommen werden kann. Was geht hier in der Mitte gerade ab? Guck dir das an. Ich weiß, das ist gerade richtig Action, ne? Ja, ich zünde auch direkt mal eine Bombe rein. Jetzt bauen die hier gerade richtig krasse Sachen. Boom! Ja, zeig mal. Dass ihr keine Chance haben werdet. So. Ich mach hier nochmal ein bisschen eins. Alle ranbauen jetzt hier. Ran da ran. Was ist das denn? Treffer! Das hab ich noch gar nicht gesehen, was soll das denn sein? Ein Ölfeld, oh mein Gott. Ein Ölfeld kannst du dir auch holen schon? Alter, ja, hab ich jetzt gerade geholt. Oh nein, so, hier nochmal Rakete rein. Ey, deine hauen die ganze Zeit ab, die wollen das immer einnehmen und dann hauen die einfach ab, kurz bevor die es geschafft haben, sag mal. Die sind ja mal mega schlecht. Nein, das ist der Trick von denen. Das ist kein Trick, das ist eine ganze, jetzt kommen sie schon wieder und ich schieße jetzt schon wieder in die Flucht. Ich sag dir, das ist der Rakete drauf. Haben wir jetzt in der Mitte, ist das jetzt noch meins, ja, ne? In der Mitte ist noch deins, ja, du bist hier gerade der Herrscher des Servers. So, warte mal, ich zünde jetzt hier nochmal eine Riesenbombe. Und boom! Oh, nicht so viel Schaden, wie ich mir erhofft habe. Nein, die nehmen das ein von dir! Nein! Armee! Jawohl! Nein, du hast mich besiegt! Jetzt hier rauf auf alle! Nein, das war's mit mir. Aua! Freunde, ich bin in die Flucht geschlagen worden. Das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein, mit dem Military Tech. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like und auch ein Abo da. Tut mir den Fall, checkt gerne alles von einem Video. Wir sehen uns morgen im nächsten Video. Habt einen Wunderschlag. Bis dahin und ciao, ciao!